Jens Klötze. Ein IDEMA SB651. Zieh, Junge! Samstag, 14. September. Ich bin gerade am Schneiden von dem Block 491. Und mal schnell nach Lüfter gucken. Ich habe hier vorhin noch mal eben einen Lüfter angestellt, ein paar Platten drauf, dass der Wind nicht oben rausgeht, damit wir hier die Stärkekartoffeln ein bisschen durchgepustet kriegen. Leider können wir an dem Lüftungsschacht noch keinen Lüfter ranstellen. Also nach dahin hätte ich sonst schon gerne gelüftet, aber hier fehlen halt noch Kartoffeln. Also das bringt nichts, da geht die Luft hier vorne raus und verzieht sich im wahrsten Sinne des Wortes. Also ja, aber Hauptsache der große Berg, der kriegt schon mal Luft. So, und dann wollen wir noch mal eben schnell gucken, was die Temperaturen machen im Produkt und im Kanal und draußen. Da gehen wir noch mal eben schnell hier ran. Es ist auch gleich, ist auch Feierabend. Oh. Viertel vor acht oder halb acht oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was sagt die Uhr denn? Die Uhr sagt halb acht. Also, wir haben eine Außentemperatur von jetzt 13,4. Das geht jetzt heute Nacht noch wieder ganz schön runter, habe ich gesehen. Ich hoffe, das stimmt. Kanaltemperatur 14, ist egal. Produkttemperatur 14,6. Top. Sehr schön. Also, wir wollen jetzt erstmal so schnell wie geht auf die 12 Grad. So schnell wie geht ist übertrieben. Natürlich nicht an einem Tag, kriegt man eh nicht hin, aber ne, man muss auch ein bisschen vorsichtig dabei sein. Aber die Temperatur jetzt ist schon echt sehr gut. Das passt. Die Kartoffeln sehen auch gut aus. Ich hatte da nochmal durchgeguckt. Bis jetzt passt das alles gut zusammen. So, dann Eingang runterschalten. Hier die Wagen im letzten Block hier noch reingefahren. Da habe ich noch eben die Plane aufgemacht und Bremsen an Schlepper angeschlossen, Licht und so weiter. Damit fahren wir morgen los. 11:45. Machen erst den Zug voll und dann kommt um 3 ein LKW. Da wollen wir eigentlich hier hinterroden. Pommeskartoffeln, Fontane. Ja, doch, also wir müssen hier roden, das Vorgewende soll mal raus hier. Ne? Wir müssen hier auch noch mit dem Schlägler durch und das ist schöner, wenn das Vorgewende weg ist. Da hinten ist der Übernachbar am Maishacken. Also da wird gerade nicht gehackt, sondern da wird der Silo gefahren. Das ist jetzt schon der zweite Haufen. Die hacken morgen, glaube ich, noch einen halben Tag oder sowas und dann sind sie, glaube ich, auch durch. Ja, und hier ist soweit alles gut. Wir haben heute ja da die Kisten, die da stehen, bis ab da ungefähr hierher ist alles von heute. Und die Kisten da, das ist ja das, was wir sortiert haben, die Belana. Ist von der Ausbeute, okay. Ist okay. Wollen wir nicht meckern. So, jetzt mache ich das Video fertig. 491 schnell und dann ist Schicht im Schacht. Wir sehen uns morgen beim Roden wieder. Fred Feuersteinmobil. Ina fährt füttern. Und wir fahren Kartoffelroden. Sonntag, 15. September. Jetzt gibt es auch Druck. Gleich geht's los. Halb eins ist Jürgen am Feld. Also wir sind gut in der Zeit. 11:45 haben wir's. Wir werden diesen Zug, da sind die Trocknungsböden drauf, mit Lea vollroden. Dann nach Hause fahren, Lüfter anbauen. Ihr kennt es. Und im Anschluss werden wir da hinter der Halle ein LKW voll Fontane roden. Der LKW ist um 15 Uhr da, sodass wir, wenn wir diesen Wagen voll haben, umsetzen und hier schon mal einen Bunker voll roden und dann irgendwann, das müsste zeitlich eigentlich relativ gut hinkommen, dann den LKW voll machen bis, spätestens 16:30 sollten wir dann Feierabend haben, denke ich mal. So, und jetzt sollten wir auch genug Druck haben, ausprobieren, jo, läuft. Kann losgehen. Marino und Raluca nehmen den Autowagen und folgen mir gleich unauffällig. Los geht's. Kleiner grüner Traktor ist überall bekannt.
Dann wollen wir mal. Letzte Rille. Aber hat geklappt. So, die haben hier nicht ganz gereicht. Wir haben da hinten, da sind die auch noch welche. Haben wir noch ein paar rein hinter der Mühle mitgenommen. Und jetzt setzen wir um. Ich fahre diese in der Halle, Lüfter ran. Dann machen wir noch schnell den LKW Pommeskartoffeln und dann ist Sonntag. Lüfter 1 läuft. Lüfter 2 läuft auch. Und da läuft der Ruder. Wenn ich jetzt laufe, dann schaffe ich es noch. Moinsen, Montag, 16. September. Es ist schon wieder Montag. Da wollte ich hin. 7.24, da hängen wir jetzt den ersten Tandem wieder an. Um 13 Uhr geht das los mit Belanaroden. Ja, den anhängen, an der Seite fahren. Dann könnte ich wahrscheinlich schon... Ja, mal gucken. Aber die Wagen zum Feld hinbringen und dann den anderen Tandem an den anderen 7.24 an unseren ranbauen. Dass wir das schon mal so weit vorbereitet haben. Und... Oh Mann, komm schon. Das dahin. Ich noch erzählen, ich hab's verdrängt, ey. Der Kopf ist ein bisschen voll. Montagmorgen ist immer alles auf einmal. Bis gleich. So, Jens hat uns das Ganze noch ein bisschen gepimpt. Gute Idee, einfach hier so ein Spanngummi. Weil uns ab und zu doch mal ein Schlauch hier rausgefallen ist. So wird er noch ein bisschen mit festgehalten, weil die brauchen wir nicht. Der Schlauch ist Durchtrieb, damit man den hinteren Kipper, wenn man einen hinter hat, auch kippen kann. Und die anderen beiden sind Stützfuß. Die hätte ich in diesem Fall auch dran lassen können, aber wir brauchen sie nicht. Also hier bleibt er jetzt so hinter. So, und das bringt uns auch gleich zu der einen Frage. Das können wir noch mal eben schnell abarbeiten. Ja, das ist doch kacke, du brauchst hier 1000 Mal und dann musst du ständig und wenn der ab soll, dann hast du so viel Arbeit. Das geht ja mit einem normalen Akkuleiner einfacher. Jo, ist so, normalen Akkuleiner hast du schneller abgehängt, hast du auch wieder schneller dran. Das ist aber nicht zum Abhängen auf dem Feld gedacht. Die haben die Möglichkeit, es funktioniert, man kann es machen und ich habe das ja auch gemacht. Aber es ist nicht die Regel, die sind zum Hin- und Herjuggeln. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich rübergekommen, wie das gedacht ist. So. Ruhe, Ruhe, Ruhe. So. Mal eben ein bisschen gerade ziehen und dann können wir die Unterlenker hoch machen. Oh, Scheiße.
muss gehen und sperren. Jo, den zur Seite und dann sehen wir weiter. Jo, Schlägler waschen. Der kann wieder ab. Und dann, dann kriegt der 718 wieder neue. Neue nicht, aber wieder die Räder rauf, die richtigen. Dann kann die Pflegebereifung runter, Schlägel sitzt durch. Dann kann der auch weggestellt werden. Draußen, irgendwo im Regen, im Schnee. Gefunden, wie ich das bedienen kann hier. Das ist nicht toll. Das war gut. Oh, er ist frei. Unser 724 ist wieder frei vom Frontladergelumpe. Piekfein. So, warum? Jens ist gerade am Waschen. Wir sind fertig mit Schlägeln. Vater hat gestern hier den Rest noch gemacht. Und jetzt kommen da die anständigen Pushen wieder auf den 718 und dann kommt der Frontlader wieder an den 718. Oh, endlich. Sagen vielleicht von euch auch welche, dass die Asphalt-Trennscheiben nicht wegkommen. Aber wie gesagt, das Schlägeln musste erst fertig. Ein bisschen geil, oder? Kann man machen. Schon ein bisschen geil.
Leute, jetzt haben wir auch Jens Klötze an Kistenfüller. Jens Klötze. Aber ja, hat er echt mal geil gemacht. Guckt euch das mal an. Wahrscheinlich hat er schon selber gezeigt, aber geil. Mega. So muss das. Da wird ein Schuh draus, ne? Los geht's! Kleiner grüner Traktor. Ist überall bekannt. Sven am Lenkrad. Fährt er durch das Land. Mittag durch. Alle Start da. Jürgen müsste auch gleich da sein. Vielleicht ist er sogar schon da. Fabriel, jetzt sind wir 13 Uhr bei den Milaner. Wir haben, ich weiß nicht, ob das zu sehen war, ehrlich gesagt. Wir haben den Zug mit den Trocknungsböden, da haben wir die Böden runtergenommen. Die stehen schon am Feld. Und die Kinder kommen aus der Schule. Und fahre jetzt Tandem mit hin, fahre ich gleich mit dem Autowagen wieder zurück. Und dann wollen wir erstmal die Tandemwagen nutzen. Wenn der erste voll ist, fahre ich den zweiten hin, den vollen mit. Und dann fange ich zu Hause mit Jens an, den zu sortieren, in die Kisten zu bringen. Das ist der Plan. Wir haben jetzt hier irgendwie eine Bevölkerung, die in der Form irgendwie nicht angesagt war. Ich hoffe, da fällt kein Regen raus. Weil der muss auch aufhören. Das wäre nicht so geil. LKW. Das ist nicht gut. Ui. Teufel da, guck mal! Feiner neuer Sturzbunker am Liefern hier. Ein Midema SB 651, konnte ich gerade noch lesen. Sieht gut aus. Nice. Herzlichen Glückwunsch, Jochen. Und himself von us. So, der Wagen ist noch nicht voll. Das liegt aber nicht daran, dass der Roder zu langsam ist oder Jürgen zu langsam fährt oder was weiß ich. Sondern, ihr habt es in den älteren Videos gesehen, wir waren da auch mal zum Gucken. Die waren extrem bescheiden aufgelaufen und dementsprechend ist da natürlich jetzt auch nichts drunter. Mieser Ertrag in den Belana. Bislang haben wir mit den Erträgen wirklich, also muss ich sagen, sieht wirklich gut aus. Bin ich nicht unzufrieden mit, aber hier die Belana. Nichts gut. Die Kartoffeln selber sehen gut aus, also die Qualität ist da, aber eben die Menge nicht. Ne? Die Menge fehlt. So, jetzt wollen wir mal eben gucken, ob er da noch einmal ranfahren muss oder sogar zweimal, ob das diese Runde ist oder nächste. Und dann stellen wir diesen dann gleich dicht da. Nee, stellen wir den dicht da ran, das ist ja auch scheiße. Nee, wir stellen das ganz anders hin. Weil da sind wir gleich an der Kante. Ich muss mal mit Jürgen sprechen, ich weiß nicht, wie er oben will. Weil da sind auch noch Belana hinter der Mühle. Ich will gleich mal eben schnacken. Moment. So, ja, also. Die kurzen Enden haben wir jetzt so im Kopf, dass wir die morgen rausnehmen. Dass wir heute noch ein bisschen was fertig kriegen an Fläche. Fahren wir jetzt da irgendwo den Wagen ans Vorgewende, dann kann er hier, weil da, ich weiß nicht, ob da noch zweimal hoch ist oder so, dann sind die langen Reihen da weg. Dann kann er hier nochmal durchtrennen und ich schätze mal, er wird hier irgendwo, da ist eine Fahrgasse, diese Fahrgasse nehmen zum Durchteilen, dann auseinanderroden. Das heißt, wir stellen den Wagen da irgendwo hin. Das sollte passen. Hier kann man auch sehen, hier hat teilweise Wasser gestanden. Hier sieht man, dass wieder mehr ist, feuchter. Ja. Und da steht noch Wasser. Hier ist noch richtig feucht. Da müssen wir wahrscheinlich, wobei das nur hier vorne ist, zur Mitte hin nicht,
Da müssen wir mal gucken, ob wir das denn extra nehmen oder was. Zumindest die Kisten markieren und vorne hinstellen. Mal schauen. So, wie gesagt, der kommt jetzt irgendwo hier hin. Dann ist das schön. Ich nehme den gleich mit, den Kipper. Dann können wir zumindest schon mal anfangen mit sortieren. Der Bunker ist gleich voll. Ja, also über einen groben Daumen würde ich bald sagen, die Belana dieses Jahr hier 40% zu wenig. Oh, nicht schön. Jo, also Qualität top. Richtig schicke Kartoffel, wirklich. Aber eben zu wenig. Hey. So ein Reifen möchte ich jetzt auch nicht sein. Ja, klein rüber musst du noch. Klein nach da rüber. Was genau da unten mit der Stoßstange dann. Gut, muss ja nicht unbedingt gegen, aber weil das passt ja da mit den Rädern nicht. Den müsste man jedes Mal wieder umbauen und dann wieder bei den anderen Wagen und so, aber hier passt es dann schon ganz gut. Fällt ja sowieso wieder ein bisschen was daneben gleich. Das müssen wir den nicht auch machen. Nee. Also, ne? Ja. Da sind ein paar Mahlzeiten drauf.
Boah, da hoffe ich ja, dass ich noch pünktlich komme. Ich war ja gerade in Wietzendorf abgeladen. Das ist jetzt 10:15. Ja, 10:15. Fahr direkt zum Schlag hin. Das wollte ich nochmal voll machen für die Wietzendorf-Tour morgen. Und wieder auf dem Feld. Und dann mal gucken, wie wir da gedreht kriegen. Schauen wir uns das mal an. Ja, wenn der Boden mal ein bisschen feucht gewesen ist, scheint das so wirklich besser zu gehen. Ne? Also dann ist kein Mullersand da. Dann kann man doch eher auf dem Feld mal drehen. Ziehen wir den mal ein bisschen gerade. Thank you.
sonst ein bisschen Bock raus. Da haben wir da hinten noch die kurzen Enden in der Hand. Aber die soll man heute jetzt die lange Seite weitermachen. Das Ruderpersonal ist hoch motiviert. Die wollen gerne länger machen. Also machen wir das. Heute noch. Ja, komm schon. So. So habe ich mir das mit diesem Wagen vorgestellt. Akkuliner, Zug, Reserve auf dem Feld, zwei Tandem in einer Junge. Auch wenn das jetzt primär für Stärke gedacht war, aber es funktioniert jetzt mit dem Melaner, mit der Speise auch ganz gut. Wir kommen jetzt aber auch nur dagegen an mit nur Jens am Verlesetisch bei 35% Leistung der Maschine, weil die nichts untersetzt. Ne? Sonst wäre schon alles voll. Dann hätten wir es nicht geschafft. Dann würde zu Hause einer fehlen. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Wir hätten ja auch noch einen Zug leer zu Hause gehabt. Einen leeren Akkuliner-Zug. Nicht leer, die Kartoffel, sondern leer. Mit zwei E. Ja. So, wir haben es jetzt kurz auf 5. Mal gucken, wie lange alle Lust haben. An mir liegt es nicht. Ich bin gespannt. Mal schauen. So. Jetzt gibt es ein Feierabendbier. Und dann geht das morgen früh weiter. Kartoffeln. Was für ein Zufall. Oh. Und der 718 hat seine schönen Puschen wieder. Das zeige ich aber morgen. Heute nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Also für euch bis gleich. Für mich bis morgen. Moinsen. Dienstag, 17. September. Kurz nach 7. Moin Jens. Wir wollen hier mal Hochzeit feiern, ne? Ja. Das machen wir mal eben. Eine Seite, dann fahren wir den nächsten Melanerwagen ran und dann kann Jens los mit dem LKW die erste Wietzendorf-Tour fahren. So machen wir das. So, auf jeden Fall ist er jetzt final zurück und pass auf, neue Puschen vorne, die waren nämlich klasse. Jens Brackel los, Wietzendorf, Wagen ist dran, aber ich habe jetzt erstmal Licht wieder ausgeschaltet. 5 Minuten fahren wir los, Wagen hin und das Roden in Gang bringen, dann komme ich wieder zurück, fahre noch mehr Wagen hin und noch mehr Wagen und dann fange ich an zu sortieren.
jetzt warte ich, dass der LKW da irgendwie irgendwo hinfährt. Der muss ja nicht nach Hause, aber hier muss er weg. Fahren wir den Zug hin, den sollen sie mich als nächsten voll machen. Den muss ich definitiv noch abladen. Vormittag. Ja, dann muss ich ja den anderen Tandem leer sortieren. Ich glaube, mit dem Zug warte ich noch eben. Dann kann Jürgen auch eben anrufen, wenn er keinen Platz mehr hat. Der erste Tandem, den wir eben hingefahren haben, der wird schnell voll sein. Da vorne geht das richtig gut. Mal schauen. Und dann ist ja der Plan, dass Jens gegen 11 zurück ist. Dann machen wir den LKW nämlich auch gleich noch voll. Und dann ist heute mit Roden ist dann 12:30 Schluss. Und dann können wir erstmal gucken, wie wir die ganzen Stärkekartoffeln, wo wir die jetzt abladen. Weil hier, da passt ja nun nicht mehr so viel rein. Ne? Das sieht zwar groß aus, ist es aber nicht. Höchstwahrscheinlich in der neuen Halle anfangen. Mal schauen. So, jetzt setzt er zurück. Und dann können wir los. Packpakete und ich musste mir noch mal eben ganz schnell einen neuen Akku hier holen. Sonst wäre der Tag schon vorbei. Für euch, für mich nicht. So, Schlepper an der Seite. Ine hat mir noch lecker Kaffee vorbereitet. Ganz lieben Dank dafür. Den nehme ich mir dann Sortiertisch. Und dann wollen wir jetzt mal zusehen, dass wir irgendwie diesen Tandem, der ziemlich voll ist, leer bekommen. Dass wir den noch zur Verfügung haben. Ach scheiße, da kann ich nicht stehen. Da muss ich mit den Kisten hinfahren. Das natürlich alleine sortieren ist jetzt ein bisschen sehr langsam, weil immer wenn das voll ist, muss alles aus und so weiter. Aber ich denke mal, dass so in einer Stunde oder so Fahrer dann auch wieder zurück ist. Und dann kann er auch eben den Stapler fahren und ich mache das Abkrabbeln. So, habe ich alles? Ja. Ja, auch das Licht mache ich aus. Grundsätzlich zu allen Fahrzeugen, speziell auch besonders bei PKW, ist meine Meinung, Auto an, Licht an, vorne und hinten. Scheiß Tagfahrtlicht, einfach mal knicken, das Müll, vorne und Licht, vorne und hinten Licht. Wie beim Motorrad, immer, fertig. Wo ist das Problem? So, Licht, den brauchen wir. Den nehmen wir auch mit. Mal in Kürze mal wieder ein bisschen sauber machen. Hier, guck dir die Scheiße an, das fällt hier alles zwischendurch. Der ganze Berg hier fällt hier zwischendurch. Und nichts passiert. Mann. So. Ach, sieht aus wie Hack. Jens hat gestern noch ein bisschen unseren Trichter optimiert. Ich weiß nicht, ob er das gezeigt hat. Der hatte ja, da kamen zwischendurch hier auch noch Kartoffeln raus. Hat er dieses Gummi ein bisschen tiefer geschraubt. Jetzt ist es besser geworden. Ich bräuchte irgendwie einen Doppeltermin. Entweder bei der Physiotherapie einen Haarschnitt mit, Nacken ausrasieren oder im Barbershop eine Massage. Eins von beiden. Ja, weil für zwei Termine ist ja nicht mehr Zeit für einen Termin. Wie machen wir das denn jetzt? Was machen wir? Muss der Nacken ausrasiert werden oder geht das noch? Tandem absortieren. Hey, da raus. Den haben wir leer. Naja, also der Anhänger ist leer. Guck dir das Geklecker an. Ich muss hier unbedingt sauber machen. Das Restbeladen von gestern sortiere ich gleich. Erstmal den Kipper damit hin und den nächsten Stärkewagen mit nach Hause. Fahrer ist wieder da. Jetzt schafft das auch mehr. Das ist alleine, du bist nur am Hin- und Herlaufen. Es gab zwei neue Kisten unter, sind die Bombs wieder voll. Jo. Da die 6 Hektar
sind geräumt. Hier die 8,09. 10 Uhr. Jens ist in 10 Minuten wahrscheinlich auch hier. Dann soll der LKW erstmal voll. Weil diese Kartoffeln sind nicht so schön wie die Kartoffeln. Und deshalb haben wir erst die gemacht, weil wir das einlagern. Ja, mal schauen. Da vorne mal eben umdrehen und dann lassen wir den hier auf dem Grünstreifen stehen. Und dann sollen die dann auf jeden Fall erstmal den LKW voll machen, wenn Jens wieder da ist. Aber die kriegen wir heute noch nicht raus. Also probieren können wir es ja mal, ob wir beide auf einmal wegkriegen. Ich glaube es nicht, aber versuch mal klug. Ansonsten hängen wir die auseinander, müssen wir eh zum Abladen. So. Schlafen, ehrlich. So in Gedanken verloren, dass ich die Auffahrt verpasst habe. Meine Güte. Ruhe. So, mit der leider einen kleinen Lagerschaden an der Kette vom Ruder, Zahnrad. Also sind diese beiden Tandems nicht voll geworden. Hier ist ein bisschen drauf, weiß ich nicht, ein Bunker oder anderthalb oder so. Und der andere, den Jens da bringt, der ist leer. So. Ja, keine Ahnung. Wir stellen einfach alles in den Weg, damit wir uns nicht mehr rühren können. So machen wir das. Das ist jetzt sowieso erstmal Mittagspause. Parken einfach alles voll. Guten Tag, ja, verrückt, ne? Damit wir uns nicht mehr rühren können. Das ist doch eine super Idee. So machen wir das. Aber das ist die Sorge von Nachmittagspause. Nicht jetzt. Ja. Mahlzeit. Jo, wir müssen eigentlich noch zwei Wagen abladen, das machen wir gleich, da hinten weiter. Aber wir haben schon mal angefangen, hier vorzubereiten zum Einlager. Und zwar sieht das jetzt so aus. Zack, so haben wir uns das vorgestellt. Hinten die Schüttwand, an den Seiten mit Kisten zugestellt. Jetzt Lüftungsschächte. Jens holt noch einen zweiten, immer zwei Stück aneinander bis da durch. Dann kommen wieder die nächsten zwei Kisten oder drei. Wir stellen jetzt, wir haben sechs Schächte von diesen Lüftungsschächten überbehalten. Das heißt, wir machen an jedem Pfeiler hier in der Mitte jeweils einen hin und dahinter könnten wir auch lüften, wenn wir es wollten. Das können wir uns nochmal überlegen. Also wir haben da ja noch, Moment, ich zeige euch das, ein bisschen Luft dahinter, hier, da kann man es sehen, sodass das eigentlich ganz gut belüftet sein sollte nachher. Also ich bin zuversichtlich, dass das hinhaut. Mal schauen. So, jetzt kommen wir in den zweiten Schacht. So.
Saubär reingezirkelt. Triggert euch das Gequietsche? Ist Feierabend. Okay. Lüfter lüftet. Läuft. Sehr schön. Ja. Ja, den können wir gleich dann nutzen. Die Quallen. So, also der Tag ist zu Ende. Fast. Wir gönnen uns noch ein Feierabendbierchen. Ja. Und das Video ist zu Ende. Auch schon wieder. Ja, ja, hilft ja alles nichts. Ja. Muss ich irgendwann nochmal schneiden. Ja, können. Ich bin dafür. Also, sehen wir uns Sonntag wieder. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann Däumchen, Abo unbedingt. Abo unbedingt, ja. Und dann sehen wir uns Sonntag. Also, genau. Dankeschön, reinhauen. Bis dann. Wir sehen. So, Köpfe hier nicht vergessen. Ja. Deine Kamera brauche ich noch. Ja, habe ich. Muss ich ab einsacken, damit ich hier die Dateien rüber. Ja. Ja, das ist doch eine feine Sache. Der kommt auch in Kürze ja schon zum Einsatz, ne? Ja. Sehr schön.